Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2. Ja, im letzten Part sind wir zurück zu den Tempelanlagen gelaufen. Und ich habe hier vor Omos Raum aufgehört und... wir gehen einfach mal rein. Uiuiui, ich freue mich. Hi. Spannend, was der zu sagen hat. Wieder erstrahlt das Licht des Äthers von allen drei Tempeln. Und doch, der Äther der Finsternis bleibt. Noch immer wirkt ein Energieregulator in der Finsternis und stützt diese Welt. Der Himmelstempel, der finstere Schatten dieses heiligen Ortes, birgt den letzten Energieregulator. Das, wonach du strebst, steht unter Bewachung der größten und mächtigsten Bestie der Inken. Die neuen Schlüssel zum Himmelstempel wurden in sämtlichen Ländern dieser finsteren Welt versteckt. Sie zu finden mag gefahrvoll sein, jedoch gebe ich dir zum Schutz diese gesegnete Rüstung, gespeist vom Licht des Äthers selbst. Ihre Macht wird dir von Nutzen sein, diese letzten Schlüssel zu bergen. Möge sie dir in der Dunkelheit ein Leuchtfeuer sein. Oh yeah! Oh yeah, Freunde! Oh yeah, neue Rüstung! Ey, cool, ich kann U-Boss jetzt beschießen! Was? What? Okay! Ich kann dich aber nicht töten. Schade. Na gut. Kann ich das eigentlich hier scannen? Nö. Na gut, ich spanne euch nicht mehr länger auf die Folge. Auf geht's! Bums! Oh yeah. Das hat doch mal Stil. Lightsuit! Ich habe quasi meinen Anzug bekommen. Ja, wir haben den Lightsuit erhalten. Ist nicht toll? Der Kampfanzug ist von einer Pflichtaura umgeben. Hm. Sagst du ihm noch was? Die letzte Bastion der Ink trotzt weiterhin. Birg ihren neuen Schlüssel zum Zugang. Um Zugang zu erlangen. Erreichst du erst den Himmelstempel, so lasse deine Hand durch nichts und niemanden aufhalten. Ja. Wir haben jetzt den Lightsuit erhalten. Und was kann natürlich der Lightsuit? Natürlich, er schirmt vor jeglicher schädlichen Atmosphäre des dunklen Äthers ab. Und ja, noch eine Kleinigkeit. Natürlich macht es auch zusätzlich mehr Verteidigung. Also das heißt, wir kriegen weniger Schaden. Aber noch eine Kleinigkeit, die werden wir aber erst später sehen. Und ich finde, der sieht total cool aus, der Lightsuit. Und der Ball sieht auch extrem cool aus übrigens. Finde ich total geil. Schaut euch den Ball an, der ist super. Oh, ich freue mich. Und wir haben jetzt übrigens noch was freigeschaltet hier. Nämlich ist das ein Teleportsystem. Und mit dem Teleportsystem können wir schnell in jeden Tempel hinreißen, wo wir wollen. Wir können jetzt quasi in den Sumpf schnell reisen, in die geheiligte Festung oder ins Ödland. Aber ich fange, glaube ich, mit den Tempelanlagen an. Teleportation abgebrochen. Ja, weil ab jetzt geht nämlich das Let's Side Quest los. Und ja, wir freuen uns alle. Wie ein Schnitzel, oder? Natürlich. Natürlich. Ja. Jetzt geht's also los. Items farmen, Schlüssel farmen und Upgrades farmen und noch mehr farmen. Keine Ahnung. Und wo fangen wir denn eigentlich an? Ich habe keine Ahnung. Wo ist unsere Absturzstelle? Das wäre eigentlich ein guter Plan. Versammlungshof. Keine Ahnung. Landeplatz, da. Da könnte ich eigentlich nochmal runter. Das heißt, ich muss zum C. Nein. Ich wollte doch da hoch. Da, genau. Das heißt, ich gehe jetzt nach links. Okay. Alles klar. Dann machen wir das doch mal.
Dups. Dups. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal. Das kennt man ja inzwischen, ne? Ich gehe nochmal wahrscheinlich jeden Raum ab, den es so gibt. Und schau nach offensichtlichen Upgrades, weil ich werde sowieso nicht alle finden. Das weiß ich jetzt schon. Nie im Leben werde ich alle finden. Ja, und dann hoffe ich doch, dass ich nebenbei noch alle Schlüssel finde. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall werde ich erst immer die helle Welt durchmachen. Und wir leuchten grün. Das sah jetzt cool aus. Ah, ich finde den Anzug toll. Könnt sagen, was ihr wollt. Der ist super. So, wie komme ich denn zu meinem Landeplatz? Ich gehe nach links. Alles klar. Ja, ich mache erst die Light World durch und dann mache ich immer die Dark World durch. Ja, ist ja... Alter, was willst du von mir? Verpissen Sie es. Alter! Mann! Verschwinden Sie! Let me alone, please. So, pups. Pups. Gibt's eigentlich da drin noch was? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Da gibt's auf jeden Fall den dunklen... In der dunklen Welt. Den habe ich noch nicht gescannt. Was? Okay, gut, dass ich jetzt nochmal hier lang gelaufen bin. Dann würde ich sagen, wir speichern bei unserem Raumschiff. Erstmal, oder das heißt speichern. Unser Raumschiff ist ja eine Missilestation und eine Speicherstation in ein. Das heißt, hier machen wir quasi eine Neustadt. Und gehen dann nochmal durch die ganzen Räume. Hey. So, wie fangen wir denn an? Wir kämpfen uns da durch, da. Dann gucken wir mal hier und dann gucken wir mal da. Also wir gehen jetzt quasi in einen riesengroßen Kreis, hätte ich gesagt. Bis wir wieder hier sind. Und dann können wir ja in die dunkle Welt wechseln. Und da haben wir noch ein bisschen zu erledigen. Ja, ja, okay. Auf geht's. Let's Side Quest, wir kommen. Ich bin noch mal gespannt, wo wir denn doch überall noch ein paar Items finden und so. Ich halte mal die Augen und die Ohren offen. Vor allem die Augen. Die Ohren wird nicht viel bringen. So, und hier sind wir ganz am Anfang nach unten gegangen, weil wir das noch nicht zum Übersetzen hatten. Und das können wir nämlich jetzt auch mal tun. Hier das Teil wegmachen. Aber ich werde natürlich dann noch mal nach unten springen, ist ja klar. Aber so eine kleine Abkürzung schaffen. So, das können wir auch scannen hier. Das hätten wir schon längst machen können. Aber, ne? Braucht's ja auch nicht und so. Ja, und dann kommen wir da raus. Okay, das ist einfach nur eine Abkürzung. Aber ich gehe da trotzdem mal runter. Ich glaube zwar nicht, dass es da unten was gibt, aber ich schaue einfach nach, ne? Weil schauen kostet ja nichts, außer eure Zeit. Und meine. Aber wir lieben es ja, das LP unnötig in die Länge zu ziehen, ne? Das mögen wir ja alle. Okay, die machen wieder auf. Ja, das waren ja die ersten Gegner noch mit. Warte mal, was? Dunkler Missile-Soldat? What? Dunkler Missile-Soldat, verstorben galaktischer Föderationssoldat mit Raketenwerfer. Soldat weist laut Bioscan keinerlei Lebenszeichen, aber Präsenz einer fremden Biomasse auf. Ja, what the fuck? Ist das ein versteckter Boss? Gut, dass ich nochmal hier runter bin, also gibt's hier trotzdem was. Der Bioscan zeigt an, dass der Missile-Soldat über keinerlei Lebensfunktion verfügt, aber eine unbekannte Biomasse mit parasitärer Wirkung vorhanden ist. Obwohl die Panzerung des Missile-Soldaten beschädigt wurde, scheint der Großteil des Anzugs intakt zu sein. Auch seine Missiles sind funktionstüchtig geblieben. Der parasitäre Übernahmevorgang ist noch nicht vollendet, woraus eine eingeschränkte Agilität und Reaktionszeit resultiert. Hey! Weißt du was? Dich mache ich jetzt einfach platt. Und zwar... Lightbeam! Ins Face. Schön, und er hat einen Missile-Container gedroppt. Warum nicht? Ja, das war effizient, auf jeden Fall. Cool. Kommt da Light? Da kommt Lightbeam raus, das ist schön. Also gab's hier trotzdem was. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Wollte ich nur immer wieder betonen. So, und ich soll jetzt hier mit äußerster Vorsicht agieren im Let's Side Quest, damit mir auch wirklich nichts entgeht. Geht mir zwar sowieso, aber egal. Passt ja. Passt schon irgendwie.
Das heißt, ich werde jetzt auch oft mal zwischen den Visoren umher switchen. Na, man kennt das ja. Sophie, du gehst sterben. Was sind das für Viecher? Die sind One-Shot-Down-Kill. Was auch immer. Ah, fuck. Du bist neu. Bums. Du bist tot vor allem. Da ist noch ein Scan? Was? Hab ich nicht alle gescannt? What the fuck? Zum Glück bin ich nochmal herunter. Jetzt muss ich nochmal da rein. Sorry. Mach auf Tür. Da war nichts zum Scannen mehr, ne? Nö. Nö, hier ist nix, glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß es doch nicht. Aber warum habe ich den nicht gescannt? Wie schlampig war ich denn da? Nicht hinterfragen, Herr Lightspear, nicht hinterfragen, einfach das Spiel spielen. So, ihr zwei sterbt. Einfach weil ihr gerade da seid. Du bist schon wieder da. Jetzt kommt, wie es hier halt an, Samus. Danke. Hab ich da. Hä? Okay. Warum nicht? War ich jetzt da hinten eigentlich schon? Oh nö, da hinten war ich doch noch gar nicht. Moment. Muss ich noch kurz schauen? Oh, nerv doch nicht! Mann, ich roll dich weg! Das funktioniert ja tatsächlich. Kann ich die Eiche umrollen? Ja, tatsächlich. Lol. Dann gehen wir nochmal hier rein. Ob zwar nicht, dass ich da jetzt was übersehen hätte. Aber ein Gegner, der nochmal getötet werden soll, will. Bums. Irgendwo ein Scan vielleicht? Scans sind ja auch noch wichtig, ne? So, da irgendwo ein Seitengang, den ich vielleicht übersehen habe. Könnte ich mir auch vorstellen. Ah, nee. Nee, passt schon. Ach, ich finde unseren neuen Ball echt stylisch, oder, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr denn von dem neuen Anzug und Ball haltet. Ich finde ihn total toll. So, bin ich jetzt überhaupt richtig gelaufen? Doch, passt schon. So, hier kommen wir nur mit dem Schatzspiel weiter. Oder mit dem Morphball, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Der funktioniert auch. So, da liegt ein Riesenvieh. Das ist übrigens ein Riesenvieh. Ach du Heilige. Schaut euch das Gebiss an. Wow. Naja, aber es gibt keine Secrets mehr für uns. So, da konnten wir rein. Wartet mal, da kann ich rein, ne? Aha. Aha. Missile-Container erhalten. Wunderbarst. Schön. Habe ich noch was gefunden? Ist ja toll. Sich ja echt fast gelohnt. So, was konnte ich mit dem eigentlich machen? Verschiebung des Shots nicht möglich. Was? Okay. Das war wohl ein Durchgang hier. Huch! Viecher! Was wollt ihr von mir? Verpissen Sie sich! Zack! Weggebamst! So, was sagt denn eigentlich die Zeit? 14 Minuten, ja, eine Minute haben wir noch. Kein Ding. Zack. Ja, und das war der kurze Ausflug nach hier runter. Zwei Missile-Container erhalten. Hat sich doch voll gelohnt. Auf jeden Fall, 10 Raketen mehr. Warum nicht? Okay, dann gehen wir mal weiter in den nächsten Raum. Immer den Scan-Visor ausgerüstet haben. Damit wir auch ja nichts übersehen. Ich hoffe, wenn ich irgendwas Unsichtbares übersehe, dann habe ich echt ein Problem. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht so schnell passiert. So, ich geh jetzt erstmal darüber. Und ich schaue mir erstmal in den Raum noch ein bisschen um. Die Viecher können mir ja eh nichts. Da ist noch was zum Scannen. Habe ich das schon gescannt? Keine Ahnung. Okay. Die scheinen aber weiter nicht zu sein. Hoffe ich. Irgendwo, wo ich mich hinscrutschampen könnte. Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal da runter, unter mir in die Tür. Ah, ich glaube, in den Verbindungsgang ist nicht unbedingt was.
Und ihr Viecher, lasst mich einfach mal in Ruhe. Das wäre toll von euch. Nö. Hier ist nichts. Gut, dann gehen wir gleich weiter. Wo ist denn die nächste Tür? Da. Okay, einfach rüber. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, aber da ist noch so ein... Dingens. Was will ich sagen? Ein Balltunnel. Mensch, jetzt fiel mir das Wort nicht ein. Denn hier können wir irgendwo an der Seite rein. Hier habe ich gescannt. Ich kann nicht oben lang? T-Fuck. T-Fuck. Vieh, der sterbt. Da muss es irgendwo lang gehen. Ach, der ist zugeschüttet, der Weg hier. Und der ist aber auf der Karte auf eingezeichnet. Warum nicht? Ja. Da frage ich gar nicht. So, hier ist auf jeden Fall ein Portal. Aber Portal wollen wir noch nicht machen, haben wir gesagt. Nerv nicht, nerv nicht, nerv nicht. Ich hab gesagt, nerv nicht. Kommt da eigentlich unendlich raus? Hör auf. Viecher zu spawnen. Da oben ist noch so ein Teil, ne? Zack. Kommt irgendwo noch Gegner raus, die mich belästigen wollen? Oder nicht so? Und Freunde, ich würde aber sagen, an dieser Stelle hier ist ein schöner Platz, um den Part zu beenden. Da oben können wir übrigens, glaube ich, lang, oder? Oder waren wir da schon? Egal. Freunde, ich würde sagen, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Metroid Prime 2. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.